Das heutige Video ist lecker. Ich werde Ihnen darüber erzählen, was eine Mensa ist. Die Mensa ist ein spezieller Speisesaal für Studierende einer Universität. Die Gerichte in der Mensa sind viel billiger als in einem Café. Aber nur Studenten und Mitarbeiter der Universität dürfen normalerweise in der Mensa Mittag essen. Deswegen müssen sie am Eingang ihre U-Karte zeigen. Diese Karte ist nur für Studenten und Dozenten verfügbar. Man braucht sie, um Mittagessen in der Mensa zu bezahlen und Bücher in der Universitätsbibliothek auszuleihen. Am Eingang kann man das heutige Angebot sehen. Normalerweise gibt es zwei Menüs, mit Fleisch und vegetarisch. Ich bin keine Vegetarierin, aber das heutige fleischlose Menü sieht sehr gut aus. Zu jedem Menü gehören drei Beilagen. Normalerweise stehen Reis, Kartoffeln, Salat zur Auswahl. Guten Appetit!